So, servus und herzlich willkommen zum neuesten Let's Play X-Wing vs. TIE Fighter. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, war der originale Vorspann von X-Wing vs. TIE Fighter und gar nicht der von Balance of Power, obwohl wir uns jetzt hier in Balance of Power befinden. Der Hintergrund dazu ist der, dass ich vorhabe, jetzt zunächst mal in aller Seelenruhe die X-Wing vs. TIE Fighter Missionen zu spielen und dann die Balance of Power Missionen quasi hinterher schiebe. Dazu legen wir uns jetzt einen neuen Piloten an. Genau, ich würde sagen, wir fangen auch auf der Rebellenseite an. Es ist wie bei allen X-Wing-Spielen, gibt es also so eine Schiffsdatenbank mit allen spielbaren Schiffen und so weiter. Und halt dann hier den Alleinflug. Jetzt ist es natürlich so, hier jetzt nochmal mit allen Schiffstypen sämtliche Übungsmissionen durchzuspielen, halte ich für bestenfalls blöd. Also von daher würde ich es ein bisschen anders machen, insbesondere weil einige der Missionen eigentlich schon bekannt sein dürften aus X-Wing oder aus TIE Fighter. Ja, also die Korvettenallee kommt mir irgendwie bekannt vor oder auch Raumbomben. Ich schlage vor, wir machen das so, ich spiele jedes dieser Missionen einmal mit einem beliebigen Schiff und daraus schneiden wir dann jeweils auch eine Folge. Und wenn wir das dann soweit haben, dann wenden wir uns mal kurz den Gefechten und Wettbewerben zu. Da werde ich allerdings nicht allzu viel drin machen, weil, wie gesagt, das ist einfach dann zu viel. Es geht mir mehr darum, halt mal da reinzuschnuppern. Und dann werden wir uns also die einzelnen Kämpfe, die Schlachten und am Ende dann die Balance of Power Kampagne zuwenden. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem Kanonentraining an. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. So. Genau, das ist so ein bisschen wie die allererste Trainingsmission im Gefechtssimulator in TIE Fighter, ne? Also ihr habt auch hier als erstes so ein bisschen die immer schwieriger werdenden Kämpfe. Wusste ich doch, dass mir das alles irgendwie furchtbar bekannt vorkommt. So, jetzt können wir natürlich trotzdem ein anderes Schiff auswählen. Ah ja, 3D-Hardware kann nicht genutzt werden. Berühr keine Kontrollen ohne Aufforderung dazu. Naja. Durch die T-Taste, um auf den Container vor dir zu zielen. Dann warten wir halt mal ein bisschen, was er von mir will. Grün, wenn ein Schuss den Treffer war. Gericht über primäres Ziel. Die Hülle ist beschädigt. Feuer frei, wenn du bereit bist, Ziel 1 zu zerstören. Gericht über primäres Ziel. Gericht über primäres Ziel. Sie wurden zerstört. Drück T, um auf den nächsten Container zu zielen. Drück die 9-Taste, um nach rechts vorne zu sehen. Schalte mit der Taste 1 zurück auf den vorderen Ausblick und prüfe deinen vorderen Sensor. Ändere deine Laserwiederauflagerate mit der F9-Taste, um einen geladenen Laser zu haben. Steuere dein Schießverhängnis auf das angepeilte Ziel zu. Zentriere das Ziel im Fadenkreuz, dann wird die Zielanzeige grün. Zerstöre jetzt Ziel 2. Einer ist noch übrig. Gericht über primäres Ziel. Die Hülle ist beschädigt. Hallo? Das finde ich jetzt aber nur so mittel, muss ich sagen. Wenn der jetzt abschmiert. Okay. Oder auch nicht. Ja, jetzt ist er weg. Na gut. So, dieses Mal scheint es ja zu funktionieren. Beschleunige auf 2/3 Schub und bereite dich auf den Angriff auf bewegliche Ziele vor. Exzellente Arbeit. Die Missionsziele wurden erreicht. So. Schauen wir mal, ob er dieses Mal leicht hält. Wäre zumindest ganz nett. Jetzt am Anfang
Ja. Die R-Taste zielt auf den nächstgelegenen Feind. Um deine Geschwindigkeit hier des Ziels anzupassen, drück die Return-Taste. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt kürzlich erst X-Wing Alliance getestet. Funktioniert übrigens. Ich habe tatsächlich das alte X-Wing Alliance zum Laufen gekriegt. Ist lustig, weil das ziemlich widerständig anfänglich war. Wollte am Anfang nicht starten. Und ja, es ist dann doch irgendwie ganz erstaunlich, wie sehr man sich an bestimmte Feinheiten der Steuerung schnell umgewöhnt. Ist von daher auch ganz gut, dass ich jetzt hierfür nochmal die Trainingsmissionen fliege. Na? Was ist denn jetzt los? Was bist du hier? Hier geblieben. Komm zu Papa. Ey, das ist unser Schussfeld, ganz ehrlich. Gut geschossen. Brich jetzt ab oder bleib noch, um zu kämpfen. Aber Vorsicht. Also zum Beispiel, dass die dritte Achse vom schlechter. Joystick hier jetzt nicht funktioniert. Also ich kann das Ding nicht drehen, um den Jäger zu drehen, sondern ich muss wieder mit der rechten Maustaste arbeiten. Ah. So, schauen wir mal, wie weit wir das betreiben können. Das klingt komisch, aber das Ding hier fliegt sich tatsächlich irgendwie schwerfälliger als in X-Wing Alliance. Eigentlich erstaunlich. Bericht über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Ja, gut. So. Was allerdings hier genauso funktioniert wie in den vorherigen X-Wing-Teilen, in Wirklichkeit auch, man kann den Kurvenradius, den man fliegt, deutlich verkleinern, wenn man die Beschleunigung, während man nach oben oder nach unten fliegt, zurückdreht. Dadurch bleibt man viel besser hinterm Ziel hängen. Und jeder, der hinter einem fliegt, ist davon erstmal verwirrt. Das heißt, man kommt damit dann auch irgendwelchen Verfolgern ganz gut. Hoppla. Über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Ah, jetzt kommen dann danach die Dinger im Doppelt-, Dreifach-, Vierfach-Modus raus, ne? Bericht über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Raus. Und nun? Bericht über Tarpiers Ziel. Sie jetzt wurden zerstört. Anderen. Bericht über Tarpiers Ziel. Sie genau. Wurden zerstört. Bericht über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Hoppla. Schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Na, kommst du wohl her? Hör mal. Über Tarpiers Ziel. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn ich die ganze Zeit, überquatsche. Ich bin irgendwie eher der Ansicht, dass das eben stumm angenehmer ist. Wobei ich zugeben muss, dass das jetzt aktuell natürlich noch ein bisschen blöder ist. So, der schwenkt sich jetzt hinter mir ein. Und eins, zwei, drei, ups. Bericht über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Und das ist jetzt der einzige noch unbeschädigte von denen. Die anderen müssen eigentlich alle schon ein bisschen was auf der Kerbe haben. Der ist jetzt auch so gut wie im Eimer. Bericht über Tarpiers Ziel. Also die Musik ist irgendwie überschaubar aktuell. Finde ich aber exakt nicht schlimm. Hört mich jetzt nicht. Und ich spiele jetzt nicht wieder die Kantine mit runter. Bericht über Tarpiers Ziel. Zugeben ist, die Versuchung ist schon irgendwie da. Na. Also, das sind jetzt einmal vier, dann wahrscheinlich noch fünf, sechs. Oh, weiß ich nicht. Das Ding hier dürfte als imperialer Spieler fast wichtiger sein. Über Tarpiers Ziel. Sie wurden zerstört. Jetzt haben wir noch fünf. Ich glaube, am Ende war es, also zumindest bei TIE Fighter war es ja dann am Ende so, dass man sich mit zwei Staffeln Headhuntern rumschlagen durfte. Oh, das ist jetzt aber nicht sehr nett, wenn du ausschießt. Das war jetzt ein bisschen knapp. Das hätte ich eleganter lösen können. Nona.
Gegenmaßnahmen. Oder hier, ey. Schleich dich. Oh, jetzt reicht's. Bericht über tertiäres Ziel. Sie wurden zerstört. Habe ich den Eindruck, dass mein Kanonensystem beschädigt ist. Könntest du bitte aufhören zu fliegen, dummes Ding? Danke. Oh, gleich ist vorbei. Ja, sehr schön. So, dass ich nicht genau sehe, wo die eigentlich sind. Na gut, also immerhin bis dahin sind wir jetzt schon mal gekommen. Überdurchschnittliche Leistung und eine Beförderung gibt es auch noch dafür. Das ist doch mal nett. Ja, okay. So viel dann zu dieser ersten Mission. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Zwischenzeit versuche ich mal rauszukriegen, was hier mit der Musik los ist. Eigentlich schon an. Kann man vielleicht das Triebwerksgeräusch ein bisschen leise. Schauen wir mal, ob jetzt gleich die Musik wieder anspringt. Naja, wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Servus und auf Wiederschauen.